Live zum Fritz. Jetzt ist ausgeschaltet. Und jetzt kann ich hier 220 drauf. Werde ich auch mit dem Sonnenstrom laufen. Und macht man gleich Strom. Ja. Da ist aber nur so ein kleiner Motor drinnen, ganz unten. Das ist der Trafo, weil da habe ich 24 Volt Gleichstrom. Jawohl, also genau. Mit Plus, Minus. Richtig. Ja, und nur diese Spirale glüht da oben. Ja. Und jetzt läuft gleich hinter. Und das gleich da unten, hinter dieser Platte. Läuft eine kleine Doppelmembran. Aha, das ist alles. Genau. Und hier kommt die Luft herein und geht durch die Doppelspirale, also Wellenplatte, und hier stammt es heraus. Ist nur wie ein Blumentopf gebracht, also ist ein Kachelofen. Ja, ja. Das ist ein hauser Unterschied zwischen dem und dem. Das ist eine künstliche Sonne und das ist ein Kachelofen. Also der macht mehr warm, sozusagen? Ja, also braucht ungefähr 70 Watt Fremdstrom und kommt ungefähr 70 Grad heraus. Also nachher kann man das fast nicht angreifen. Wenn es aufgeheizt ist. Und jetzt sind wir wieder in Arbeit. Und hier habe ich wieder eine Platte, aber die muss ich erst anstecken. Die schalte ich dann morgen ein. Glasplatte. Ja. Letztes Mal habe ich die schon gezeigt. Die habe ich noch nicht gesehen das letzte Mal. Ah, nein. Nein. Die ist aber auch schon lange da. Und zwar ist zwischen den Glasplatten, wie von der Glühlampe, dieser Wolframfaden, ist kein Faden, sondern in der Rille hereingespritzt, das Metall. Spiralförmig. Braucht auch nur 70 Watt. Ja. Und liefert 70 Grad Wärme. Auch Tag und Nacht kann das angesteckt sein. Natürlich, hier habe ich auch 12 Volt? Hier habe ich einen Ofen, da heize ich durch Kochen. Ja. Bisschen. Und hier habe ich das offene Gerät, weil jeder will es ja sehen. Ah, genau. Und hier brauchst du nicht die Hand hier halten. Das läuft auch nur mit 12 Volt. Das ist warm. Jawohl. Und das ist aber dauernd. Ja. Und ich habe natürlich alles so grob, weil ich kann kein Geld mehr ausgeben. Siehst du, da habe ich nur als Widerstände, der Motordrehzahl. Da ist praktisch keine Heizspindel drin, oder wie? Schon. Ist schon eine Heizspindel das, drin, ne? Das hier, diese dicken Drähte hier, ist die Zusatzheizung. Ja, alles klar. Wie unten, das hast du schon gesehen, das größere Gerät. Da habe ich ja das gleiche. In 50 Durchmesser. Und also das läuft so, diese Speichen sind ein bisschen aufgebogen. So, wenn sie sich dreht, zwischen zwei Kupferplatten ist ja Abstand. Ja. Hier in der Mitte ungefähr 8 mm und am Rand nur mehr 1 mm. Ja, also dann immer kleiner. Und wenn sich das hier so dreht, gar nicht so schnell, kommt da sofort Wärme raus. Also handwarm. Und diese Temperatur, das ist die Weltallbewegung. Und unser Tageslicht, Sonnenlicht, wird die ersten 300 Kilometer hier geboren. Ja, das ist 270 Grad Kälte. Ich war noch nicht draußen, aber ich habe wieder Verbindung nach Rom. Das heißt, es ist aus Frankreich, den seine Eltern habe ich gekannt. Der ist, ja, ich glaube schon, 30 Jahre in Rom und befasst sich mit diesen Satelliten. Jetzt weiß er alles auswendig, die Temperaturen. Und ich spreche immer ganz kurz über seinen Urlaub nicht, aber also diese 270 Grad bei uns ist ja ab 12 Kilometer, wo man fliegt, hat 45 bis 55 Grad Kälte. Und wie jetzt im Winter diese extremen Schichten waren, sind sie in Frankreich nicht mehr nachgekommen mit den Flügel enteisen. Also du siehst, was geschieht. Und ober 12 Kilometer ist eben
siehst du praktisch jede Gewitterwolke. Ja. Jetzt reichen diese Gewitter, diese schwarzen Wolken, oft bis 15 Kilometer hoch. Aha. Also ich bin oft, weil mein Sohn ist ja Pilot, bin ich früher mitgeflogen früher oder nach England. Und ich war immer Beobachter. Mhm. Also ganz gleich, wo ich hinkomme, denke ich ja ganz anders. Ja. Und das habe ich alles von Victor gelernt. Mhm. Dieses Drehbewegung. Und jetzt wird, also hier kommt die Wärme heraus oder auch im Tal. Nur durch das Drehen, das ist ein Gartengriller. Mhm. Diese Kugelgriller. Jawohl. Und sonst, auch unten ist es so aufgebogen. Mhm. Aber es braucht nur eine Seite sein. Ich bin ja Versuchsmensch. Mhm. Und ich habe die obere Kappe habe ich schon hinunter. Die muss ja alles langsam ab und darum ist überall voll. Ja. Was 40 Jahre Sammlung und dann soll ich alles raus. Habe ich ein Problem. Und das ist, ich kann morgen das hochheben, dann kannst du das auch laufend. Ja, das wäre mal nicht schlecht. Die Membran genau. Ist zwar ein Blödsinn, weil wir es da eh haben, im Großformat. Ja. Ich kann das auch nur anschließen und das ist es schon. Aha. Ja. Also ich habe es alles so primitiv da, dass jeder ein bisschen Ahnung kriegt. So kompliziert die meisten ist eigentlich wissen gar nicht, warum. Mhm. Und die sagen, ja, du Spinner, oder ich gebe Bücher gleich her. Na, so unmöglich, verstehe ich nicht. Denn bei den Leuten, und die eingangs sind. Desto mehr, dass die Leute dieses jetzige Wissen aufgenommen haben. Ich mache immer Spaß, mein Nürnberger Trichter wird das den Schülern, den Kindern, allen eingetrichtert. Größte Irrtum. Mhm. Und zwar gab es eben Millionen Jahre schon Polsprünge. Und die Sterne, die Fixsterne, alles dreht sich. Genau. Und da habe ich eben ein Buch mit diesen Drehzahlen. Und diese Drehzahlen, alles, was da beobachtet wird, Jahrhunderte, Jahrtausende, ist immer nur eine Sekundenaufnahme. Genau. Alles ist unterwegs. Das ändert sich, genau. Und wir sehen jetzt, weit weg haben sie da jetzt einen Stern entdeckt, ganz weit weg. Der ist so weit weg. Und das, dieses, was da gesehen haben, kann passieren, dass 10 Jahre schon passiert ist, mhm. Und jetzt kommt es erst an. Und jetzt kommt das Licht zu uns, jawohl. Jetzt, wenn sie so Fernsehübertragungen haben nach Amerika oder irgendwo hin, dann hast du einige Sekunden Abstand, bis da der Ruf hin und her geht. Genau. Oder die Bilder. Ja. Richtig. Und da können die meisten Leute überhaupt nicht umdenken. Nee. Sie sind alle fernsehgescheit. Richtig. Schon Literatur gescheit und das ist alles. Und mit dieser Menschheit können sie machen, was sie wollen. Genau. Und diese Diktatur ist, wir haben ja Diktatur in Deutschland genauso. Weltweit, komm. Weil jetzt haben sie die Computer. Mhm. Überall. Und die Computer, alles spielen sich da herum. Mhm. Auch Studenten, die Langzeitstudenten, die fällt die auch oder studieren gar, dann kriegen sie einen Laptop geschenkt. Und dann tun sie sich hineinüben und landen tun sie beim Krimi. Und wenn sie bei Kriminalität landen, werden sie täglich den Kindern vorgeführt, die ganze Krimi-Geschichte. Ich habe vor 60 Jahren Kino vorgeführt, schwarz-weiß. Mhm. Und da gab es die Grimms-Märchen. Mhm. Und die Grimms-Märchen sind echte Krimis. Die und die, jetzt macht man nur die Verschönerungen. Ich habe genau, so ungeheuer Krimi-Filme. Das ging damals schon mit Grimms Märchen los, genau, ja. Richtig. Und ja, immer, weltweit. Aber ganz so sehr würde ich jetzt diese moderne Technik nicht unbedingt verteufeln, weil hätten wir die Computer nicht, hätten wir uns niemals vernetzen können und ich hätte dich nie kennengelernt. Ja, ja. Weißt du, man kann es immer von zwei Seiten sehen. Ne? Ich komme aber in eine Großfirma, die Firma hat sehr viel Geld, braucht nicht sparen, ich darf privat zum Chef und da sehe ich, was gespielt wird. Ich habe eine halbe Stunde Sprecherlaubnis gekriegt und dann hat so die Handschlagteil und wir reden uns per Du an. Keine Verträge, weil Verträge werden gemacht, um gebrochen zu werden. Ja, genau. Darum sage ich immer zu jungen Paaren, die heiraten wollen, nein, wenn der Handschlag nichts gilt, der gilt noch immer, auch bei Gericht. Mhm. Man muss nur darauf bestehen.
natürlich die Anwälte und Richter, das alle studiertes Rechtsvertreter, Spezialisten. Also wir haben große Schwierigkeiten. Genau. Und das ist übrigens wieder ein Spaß. Ich habe sehr viel mit Spaß zu tun. Da wollte ich dich fragen, ist das manipuliert oder hast du das wirklich angezogen? Diese Ketten und dieses Gewand. Nein, diese Ketten habe ich, das sind meine Heilwasser. Aha. Das ist schon Bergerwasser, die Ketten. Lass das Wasser um die Perlenkette tanzen. Aha. Und wir Großfamilie und meine Frau, wir haben uns gegenseitig die Haare geschnitten. Ja. Das hat mein Vater bei mir schon gemacht und ich habe es bei den Kindern gemacht. Mhm. Und meine Frau auch bei mir. Mhm. Und auf einmal hat sie gesagt, nein, ich mache das nicht mehr. Und ich Spaßvogel, dann soll ich stehen bleiben. Und da wir jahrelang gestanden, dann war der Bart hier. Ach, das war als wir einmal spazieren gegangen sind, und die Leute, ist das dein Großvater? Meine Frau ist 83, bin aber 80. Und gestern habe ich das wieder kürzer machen lassen. Zweimal im Jahr. So schnell wächst der. Und hier nie. Die kommen auch raus. Aber die drehen wieder um. Ich gebe aber nichts hinauf. Wasche mit alter, echter Seife. Mhm. Und ich habe so viel auch hinter mir. Ich hätte dreimal sterben sollen. Und da habe ich gesagt, kommt gar nicht in Frage. Der Zeitpunkt steht fest. Und weißt du was? Nein, das war auch ein Spruch, lange Zeit. Ja. Der Tag ist gesetzt zu sterben. Genau, richtig. Da bin ich auch davon überzeugt. Ist es nicht? Ist nicht? Nein. Nein? Wenn du sagst, das kommt gar nicht in Frage, weißt du, was da los ist? Dann stirbst du nicht. Dein Geist, wir haben nicht viel, aber der kann was. Ja oder nein sagen. Und ich habe ein Büchlein gelesen, ich hatte natürlich einen Professor Ude, der wurde 97, ein Pfarrer, hat in Rom studiert, sein Schulkollege wurde Papst und er war Priester, hat unsere Tausende. Und also ungeheuer prima Mensch. Und ich durch meinen Beruf, Radio, Fernsehen und ich habe alles gemacht, komme ich zu denen hin und die haben es gesehen und verstanden. Dasselbe wie beim Viktor. Mhm. Ich kam hin, wir haben uns angeschaut, wir haben mich geprüft, waren die besten Freunde, der jüngste Vertrauensmann. Mhm. Natürlich habe ich ihn durch Bühne gebracht, oh, der versteht uns. Mhm. Und seine Freundin, die mit 80 Jahren war, die zweimal hier, also ursprünglich alles in Linz. Mhm. Und mein zweiter Elektromeisterchef hat da am See unten ein Haus gebaut. Mhm. Sind wir letztes Mal zum See heruntergefahren? Und ja, haben wir angeguckt, genau. Also das Hotel da unten Gegend, hast du mir gezeigt, genau, richtig. Jawohl. Und dein Kollege war ja der... Das war die Nini, das war die kleine Schwarzhaarige. Ja, die... die ist mir leid. Ja, aber die ist zurzeit in Österreich und arbeitet. Die arbeitet hier in Österreich als Zimmermädchen jetzt zurzeit. Und das ist der Erregerstoff. Dann kommt hier ein Gas heraus. Ja. Und das geht mit einem größeren Schlauch in Luftfilter hinein, beim Dieselmotor. Mhm. Weil das Dieselbomben ist ja Hochdruck, 150 Atmosphären. Mhm. Die Düsen dürfen nicht tropfen, also schön zerstäuben. Aha. Immer vernebeln. Und da kannst du riesige Motoren antreiben. Sagen wir 1000 PS ist nur das Gas erzeugt. Das brennt nicht richtig und beim Auspuff kommt nichts mehr raus. Mhm. Das ist das. Zukunft. Bisschen verbogen. Na, ist auch wieder locker. Da muss ich eine längere Welle, weil das Grundgefäß ist ein Ei. Jawohl, genau. Und dass er nicht schwingen anfängt, muss hier ein Nadellager sein noch. Aber wir sind bei Leuten, die mir das machen. Mhm. Da ist das Grund, das würde weitergehen. Mhm. Ich habe mir viele machen lassen, aber die sind, jede hat eine andere Größe. Mhm. Da kommt eine Gummidichtung und das läuft eben der Motor mit 8,5 Volt. Mhm. Also geht mit die 12 Volt im Auto. Ja, ja. Und da brauchst du zum Starten, wenn alles stimmt und der Motor, du kannst laufen lassen, und riesige Dieselmotor, ein Standdieselmotor, eine große Werke, die langsam laufen lassen und du kannst einen Generator und kannst alles elektrisch heizen, weißt du,
lauter Gratis-Energien. Hm. Wir brauchen keine Hochspannung, nichts mehr. So, aber da verdienen die Leute ja kein Geld mehr damit. Ne? Und natürlich, da habe ich noch solche Membranen. Die haben wohl. Und die sind aber schon in Bayern draußen, habe ich einen Feinmechaniker. Mhm. Der macht da schon, der ist zugänglich. Mhm. Aber wir haben alle kein Geld. Was kostet denn so eine Platte machen zu lassen, Fritz? Ja, die Platten habe ich noch zum Glück, aber die sind schon, ich habe alles früher händisch gemacht, ja. Jetzt haben wir schon, also kleinst Oberfräsen. Und die habe ich zugelötet, dass ich doppelt, also es braucht nur Kupfer sein, nicht vergoldet und nicht versilbert. Und eben, aber die Welle durchbohrt, wo das Gas hinein kann. Und das wieder, die kriege ich auch, aber jetzt gehe ich auf die Märkte auch, da gibt es alle Größen. Und wenn das hineinpasst, kleines Loch, Nadellager und natürlich immer Ei, Richtung Eigefäß. Genau. Da sind alle Elektronen mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs. Das ist alles. Ja, natürlich habe ich noch diese Rohre da, aber die habe ich drinnen auch. Weil drin und hier die aufgeschnittene Nautilus. Muschi. Wo haben wir sie? Hier ist sie. Ja. Genau, dahin. Aber ich gehe mal da, weil die Leute können sie einfach nicht umdenken. Ja, man muss es ja mal diese fertigen Rohre, die würden schon 2000 Euro kosten, aber auch lieber sind alle kleinen. Natürlich könnte ich aufmachen und hinausgehen, aber es ist herrlich. Und da unten, das sind deine zwei Apfelbäume sozusagen. Ja, nur hintereinander. Überall ist ein Vogelhaus natürlich. Suchen jetzt, wenn es warm wird. Ganze Woche wird es warm, kommt auch der Föhn, also die Warmluft. Ja. Es gibt einen Nordföhn. Durch den Piloten habe ich auch viel gelernt. Er hat zwar, die sprechen fast nicht. Zu mir kommen viele Piloten her, haben mit meinem Sohn nichts zu tun. Und jetzt hat er sich sowieso auszahlen lassen und hat Pferde. Also aber da. Die Kinder wohnen vielleicht sogar da oben. Er hatte zwei. Der ältere Sohn, der ist 13, 14 Jahre alt, von der ersten Ehe. Die hat er geklopft, hätte bald den Flugschein. Die hatten eine Wohnung gehabt in Wien. Er hat viel und das 800.000 Schilling. Ich wusste nicht mehr, wo das Geld hernehmen soll. Als Junge hat er mir schon alles gestohlen, immer wieder. Ich hatte die Handtasche von meiner Frau, ich habe alles da hinein und er hat rausgeholt. Und wir dachten, in der Sekte hat man das gelernt, nichts stehlen, nichts. Wir hatten auch einen Nachbarfreund, die ganze Familie hat nur gestohlen. Und die waren alle bei uns, weil bei uns, wir haben gesungen, gelacht, gespielt, im Garten war es voll mit Kindern. Und meistens einzelne Kinder und die sind schon verwöhnt. Und auf einmal kommen alle Indianer, Pfeil und Bogen mit Tomahawk und so. Nein, sage ich, das machen wir nicht. Aber es gab noch die Plastiksäcke. Ja. Die füllen mit Wasser ein, Versteck spielen, hat einer hervorgebracht. Batsch! Wir haben nur gebrüllt und gelacht. So, daneben war ein Tiroler, der alte Koch. Wir waren so lustig. Und da mit Küchenmesser und hat immer geschrien, sagt der Herr Kenzer, wir haben unsere Kinder erzogen, Mittagspause, wenn die Leute schlafen, dürfen sie nicht laut sein. Und er hat aber mittags seinen Rasenmäher angestartet und wie er hergebaut hat, so, die Grundfläche ist viel zu klein für ein Hotel. Da haben sie nur Probleme. Ja. So hat, also da gab es doch auch früher ein anderes Hotel, auch alles zu klein. Und dann haben sie alle gesoffen. Und die Kinder da unten, wo diese Ecke ist, wo wir zum Nachbargasthaus gehen, war eine Bank, eine Laterne. Und so ein Dreieck. Und da sind die Jugendlichen hin. Und er ist schon kommend, der Alte mit dem Messer, und ich zeige euch an. Und die Burschen mit Moped, Gas und Musik gemacht, die haben ihn fertig gemacht. Klar, auf alle Fälle. Und dann sage ich, Herr Gänser, ich habe immer geholfen. Wenn in Schwierigkeiten war, der Sohn oder so, immer rüber geholfen. Ja. Auf der anderen Seite so böse. Ich habe immer mit Gutheit, sage ich, wenn Sie nicht aufhören mit diesen Drohungen, dann werden wir singen.
Singen ist nicht verboten. Wir können nicht schön, wir singen Wörter nicht. Und dann war er oben, schon langsam. Aber er hat sich selber immer Prozess mit Nachbarn. Und jetzt haben sie Ungarn gekauft und jetzt ist Ruhe. Die Ungarn kochen nicht mehr, die arbeiten nur, wo es leicht geht. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Und jetzt gehört das alles der Bank. Ja. Aber die arbeiten gerade so viel. Die Bank nimmt auch keine neuen Pächter, die geht keine mehr. Klar, also müssen das ganze Haus auf Wohnungen. Hier werden sehr viel, aber einen müssen kaufen, sie sowieso nicht mehr. So, los. Hey. Übrigens, da gehen Drähte drüber. Und bei uns ist fast alles verkabelt. Also Stromdrähte. Und ich sage zu denen, Ewert, lass die Drähte hier, zu mir kommen die Schwalben auf Besuch. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Wenn die Schwalben kommen, gehe ich hinaus und sage, oh, danke schön, dass ihr mich besucht. Und wenn sie Rast machen, sind sie so mit Abstand, weil dann tun sie sich putzen und, nicht? Und zwischendurch fliegen wieder alle. Jetzt haben die schwarzen Vögel, die Dohlen, die Bergdohlen, machen das. Oh, gestern waren sie da oben. Oder sind. Das wäre immer mehr, ne? Ja. Und du hast in Kernkraftwerken ganz viele. Ja, die Leute tun sie füttern. Und dann werden immer mehr. Ja. Und jetzt, wer füttert auch die Vögel? Aber die Vöglein, die Sonnenblumen können Kunstdünger gedüngt sein. Und viele haben natürlich. Fütternüsse. Aber wenn die alten Sonnenblumen, Kunstdünger, dann sterben die Vögel, dann kriegen sie ihre Jungen nicht hoch. Also ich beobachte alle, ich habe Zeit. Und ich habe diesen Nachbargrund alles da gekauft, mein Sohn so viel musste in Notverkauf. Und jetzt hat ihn der Nachbar gekauft. Und diese Hütte, da habe ich Skilifte. Mir war nicht so blöd, die haben alles selber geschweißt. Solche Scheiben. Nur wenn man es kann, ne? Ja, aber ich hatte immer Glück. Meine Scheiben sind genauer gelaufen als die originalen Schweizer, weil die sind so unwucht. Ja. Und dann, das wusste ich auch nicht, diese Umlenkscheiben, jetzt haben das Achtersesselbahnen oder Gondelbahnen, da sind solche Lager. Du baust so eine Welle, die Seile so dick. In Afrika haben sie ja nur 8000 Meter am Gold unten. Und das geht nur bis 2000 Meter, ist Seil so dick. Ja. Die haben ja eine Gondel. Die gehen, die ganze Mannschaft, also die arbeiten in drei Schichten, steigt in eine Gondel hinein und 2000 Meter hinunter, querstohlen, weil das Seil und alles wird so schwer, würde selbst abreißen. Genau. Dann querstohlen, dann wieder 2000 und wieder und wieder. Und die war einer hier. Ja, auch zu allen zu brauchen, wie ich. Ich könnte auch überall, ich hätte sogar hier bei uns, ist der Chef gekommen, ja, ich kann hinein. Ich bin aber ein Tagmensch. Ich wusste aber nicht, dass die in Stollen ist man nur ab und zu Leitung verlegen. Dann ist man in der Werkstatt. Und die haben alle Frühpensionen und hochbezahlte Bergleute. Leider, da haben wir was versäumt und die gehen mit 52 in Pension. Auch die Eisenbahn, darum machen die jetzt überall pleite, weil das geht nicht. Na gut, dann möchte ich die Leute aber einmal sehen, wie sie mit 52 aussehen, ne? Wenn sie so einen Job dann haben. Ja, gehen sie in die Pension und dann unser Privathaus bauen. Dann so. Übrigens, das sind diese roten Äpfel, da kannst du dir sehr viele mitnehmen. Dann nehme ich mir dann welche mit. Da kannst du ein paar Bissen, die sind kunstdingerfrei, also kein, auch nicht gespritzt. Ja, und übrigens, das habe ich auch hier absichtlich hängen, da meinen Spruch, aber das kriegst du mit. Ewig schöpferische Intelligenz. Ja. Da habe ich Respekt. Ja. Die tägliche Atemzug gratis. Und Jungfrauenwasser ist der Tautropfen. Jungfrauenwasser. Und bei jeder... Auch wenn es Schlechtwetter ist, ist diese Geburt immer da. Du kannst alleine in der Wüste sein und hast ganz ein dünnes Plastik mit. Magst eine Grube machen und das Plastik so hinspannen mit und dann tropft es in einen Becher hinein. Genau. Und genauso viel Wasser, was du brauchst, wirst du es nicht verdursten. Genau. Und das wäre ein Großauftrag. Wir brauchen keine Arbeitslosen. Mach die Wüste wieder grün. Wie geht das? Ha, die Pflanzen, die dort wachsen,
die musst du nehmen und hochkommen lassen. Ich war mit Gaddafi, mir interessiert alles, ob die Feinde sind oder nicht, ist mir egal. Ich habe mich gemeldet, ich helfe. Mhm. Der hat 1000 Kilometer unterirdisch so große Wasserleitung gebaut, unterirdischen See angezapft. Mhm. Und der Sohn ging in Wien ins Gymnasium, also in die Hochschulen, und hatte seine Spielkatzen mit, die Leoparden oder so, die Weißen. Und der kann Deutsch. Er hat ja mehrere Söhne Gaddafi. Mhm. Ich schätze ihn sehr. Mhm. Er ist nämlich immer in der Wüste bei seinem Vater, ob der noch lebt, weiß ich, und hat eine Frauenarmee als Bewacher und haben jetzt so viel Erdöl. Ja. Da wird gar nicht gesprochen. Die haben sie ein Stahlwerk bauen lassen und jetzt verkaufen sie schon Panzer, also Waffen. Da waren die Amerikaner die böse. Die Endzeit. Ich sag dir. Ja, guck mal. Fritz, wir machen jetzt mal hinüber, weil wir haben nämlich noch eine und eine Viertelstunde Zeit, dass du mich... Erst mal hier vom Glas schon. Immer. Das war so, die hatte nie... Ja, Wasser dreht sich immer ein. Immer. Ja. Entweder links sein oder rechts sein. Genau. Und durch den Trichter sowieso. Schau, wenn ich da anlege, dreht er sich, sagen wir, links. Und drehe ich und lasse hier einlaufen, lässt er sich rechts. Also das spielt aber keine Rolle. Natur genutzt beide Richtungen. Ja. Weil viele sagen, links oder rechts lauf. Und da kannst du mal drauf an, von wo du es anguckst. Weil dieses wenige Wasser läuft Tag und Nacht im Kanal. Ja. Bis zur Kläranlage ist der Kanal in Ordnung wegen diesem Wasser. Mhm. Das hat ja einen Sinn. Und ja, dann diese Edelsalze. Dann decke ich es immer zu. Und du alles, wenn es frisch angepasst ist, tue ich es hier schon waschen. Mhm. Ich brauche fast keine Spülmittel, weil wenn ich es eintrocknen lasse, dann wasche ich es lange an. Natürlich habe ich hier durchs Heizen Heißwasser. Jawohl. Das tue ich auch sehr viel, benutze ich das. Weil das ist ja nebenbei. Früher, ja. Da gibt es auch zentral so Wände, die sind mit Wasser voll, kann man auch zentral heizen. Ich habe sehr viele Öfen verkauft und ich war bei einer Grossistenfirma, konnte mit ganz schweren Sachen alles alleine machen. Durch diese Kipp, mit diesen zwei Rädern, mit diesen Hebwagen. Eine Runde geschaffen. Natürlich, das benutze ich auch ab und zu, aber wenig. Wenn irgendwas bisschen, oder auch sogar ein Edelstahlwolle, wenn was anbrennt. Ja. Aber dann habe ich schon ein bisschen Waschmittel oder da das Herdbanke. Ich habe selber Autokühler hier zusammengelötet. Mhm. Dann musst du so Kühler auf die Temperatur kriegen und dann mit Elektrokolben schön verlöten. Mhm. Weil sonst, oder mit der Flamme. Ich habe auch dort gelebt. Ja. Aber stimmt, dann kriegst du die Wärme nie rein, ne? Mit wenn den was gleich brennt, dann nehme ich sofort die Lampe und es brennt schon. Jawohl. Muss ich immer bei Kontrollen muss wegräumen, weil das da sollte nicht sein. Also, aber das nochmals. Das ist ja wichtig. Aha. Richtig, habe ich dir letztes Mal gezeigt. Das ist mal im Querschnitt, ist ja super. Ja, das haben sich, kommen viele und denen zeige ich das. Die drücken sich das, tun sie abzeichnen, weißt du, so, dass sie die wählen. Mhm. Es gibt Kopierfräsen, gäbe es. Aber jetzt versuche ich auch, dass wieder neue Firmen die Platten, kleine, große und die 50er wieder machen. Aber das ist zum Anschauen. Das heißt, das gibt es so. In der Mitte 8 mm Abstand oder 5 mm. Und nach außen nur mehr ganz fein. Ja, ja. Aber die Drehzahl verstärkt sich. Und da entsteht pro Schlitz und die Schlitze müssen immer auf der Seite sein. Also immer so, schräg, bisschen schräg. Und wenn ich es aufbiege, dann entweder Linkslauf oder rechts, das spielt keine Rolle. Zum Beispiel, hier habe ich auch eine Wasserveredelung. Das läuft auch Tag und Nacht. Ja.
Das auch, Silber und Gold drin. Also ich kann hier, wenn ich oben weg muss, hier und ich werde, da könnte ich schlafen. Habe ich schon mal. Aha. Da gibt es aber gleich das. Das ist die Zukunft. Sechs Startmotor, Generator, alles ist da. Ja. Ein Colin Coates im Buch. Und er war zum Glück hier, aber er fehlt mir. Wir könnten weiterarbeiten. Das ist, ja, da habe ich angefangen mit diesen PVC-Platten. Das war alles in Amerika, kam wieder zurück. Da ist, warum? Das ist original Schauberger. Ja, alles Aha. original. Und das habe ich wieder nachgebaut. Ja. Das ist auch, und das war der Hitlerzeit, ein Bunker in Polen. Aha. Aber das ist so Propaganda. Aha. Russische Zeitung. Ja. Eine polnische Zeitung. Polnische. Entschuldige. Und natürlich, das ist hier. Und ich habe wieder alles so aufgefädelt. Ja. Das war in Berlin, die Messe. Oh, da haben alle geschaut. Oder hinter dir, dort ist der Rauber. Jawohl. Und der andere ist schon verstorben. Ah. Ich hätte alles weiter und auch die Winteraufnahme, wir haben immer wieder so viel Schnee. Mhm. Ja, das gab auch die Ausstellung in Urfa. Da war ich überall dabei, im Rathaus. Und da der mit Jörg. Der Jörg. Aber jetzt ist der Jörg nur Wissenschaft versessen. Und jetzt macht das Gegenteil. Was der Großvater und sein Vater, ich habe ja auch drüben gewohnt, er ist so aufgewachsen, da war ich schon immer dort. Und das ist die große Untertasse. Finde ich, noch mal ganz kurz zum Jörg, weil du meinst, er macht jetzt alles wissenschaftlich im Gegensatz zu seinem Vater. Sein Vater war ja Naturmensch, ne? Ja, und er ist jetzt, er hat das gelernt, in Graz hat er studiert. Und ist Magister. Ja. Jetzt hat er dieses von Vater, Großvater, das Buch übersetzt. Das glaube ich, hat er über dieses Buch einen Doktortitel gekriegt. Aha. Aber es wird nicht gesprochen drüber. Mhm. Und der Rauber, das sind ja Diplom-Ingenieure, die können schon was. Jawohl, genau. Aber jetzt sind sie daneben. Jetzt gehen sie, der Vater hat gesagt, zu mir kommt kein Studierter. Der ist neugierig, ich erkläre ihm all, opfert die Zeit. Der kann es nicht kapieren, der ist verbohlt. Genau, richtig. So, und jetzt wird er Feind. Der geht nach Hause und dann macht alles und so. Und dann sucht er nur Gründe, warum es nicht funktioniert. Ich habe mir die eingießen lassen, weil oft, das ist draußen Nebel oder ein bisschen Wasser, dann sind wir oft die teuren Bilder zusammen. Die Luftfeuchtigkeit, genau. Und ja, das habe ich so Spaß, die großen Turbinen mit dieser Turbine angetrieben. Mhm. Ja, siehst du die riesigen Bohrer, die, wo sie jetzt tausende Meter hinunter können in die Erde hinein. Ja, überall diese Bohrer. Und wo sie mitbekommen, dass ab einer bestimmten Tiefe die Erde wieder kälter wird, anstatt wärmer. Ne? Ja, das ist aber an dieser, jetzt draußen, unter Schnee, ist es nicht gefroren. Nein, ja. Und da beginnt diese 4 Grad täglich zu. Die geht immer auf und ab. Das atmet auch. Ne? Und wenn es jetzt Hochwasser gibt, nächste Woche, es wird jetzt Föhn angesagt, kann passieren, dass der Schnee sehr wegschmilzt auf der Sonnenseite. Mhm. Und dann kann das Wasser in Berlin, ja überall Hochwasser, die Elbe, nicht? Ja. Und das Wasser kann nicht in den Boden hinein. Halb Meter ist es feucht. Und unterhalb ist der Boden trocken. Es kann nicht mehr hinein. Mhm. Warum? Weil die Bohlung nicht mehr stimmt. Mhm. Weil es oben aus den Wolken schon total geändert drunter kommt. Mhm. Es wird heruntergesaugt. Und wer ein Tropfen fällt herunter und wird vergast. Mhm. Und im gleichen Kanal geht es blitzschnell wieder hoch. Das ist durchsichtig, dann sehen wir es nicht. Aber jetzt am Steilhang. Auch im Felsen, ja. Da gibt es den Wurzelraum. Da steigt das Wasser ganz. Also die Natur verwendet immer die kleinsten Einheiten. Ja. Geht hoch und oben ist ein See oder Höhlen drinnen. Solche Wasser kommt hier. Die Höhlen ist zugesperrt, weil die Menschen werden alles sanieren. Aber da ist so viel Wasser oben und das Gebirge ist so geschichtet. Das kommt beim See heraus
Und der Abfluss geht nach Bad Ischl hinüber. Aha. Wir haben Wasserteilungen. Alle Gebirge sind ja Wasserteilungen. Ja, also in so und ja so. Genau. Richtig. Auf der einen Seite wird das Wasser hochgezogen. Und ne? Victor hat sogar eine Liste aufgestellt. Fragen an die Wissenschaft. Wir drehen uns so Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Und wir drehen uns ja da so schnell. Mhm. Und es gibt Flüsse in Rumänien, in Bulgarien, die bergwärts fließen. Mhm. Das wissen die. Es wird aber verheimlicht, was. Ja, überall gibt es Besonderheiten. Und das passt Wasser es ja mit wird hochgesaugt. Ja, genau, richtig. Und da das Schwerkraftgesetz von Einstein stimmt nicht. Es ist die Schleuderenergie. Und gesaugt wird es im Kapillar. Tritt es an die Oberfläche, rennt es wieder ab bis ins Schwarze Meer. Aber jeder Stein gibt es diese Doppel. Das sind die Fische, da wird der Sauerstoff wieder eingebaut. Ja. Und mit. Ja, warte mal ganz kurz noch eine Frage zu den Bergen. Ist es so, dass die Berge. Die haben ja eine Seite, die immer mehr zur Sonne stehen. Ne? Ist es bei den Bergen immer so, dass man sagen kann, meinetwegen in der Nordseite steigt jetzt immer das Wasser nach oben und in der Südseite nicht? Oder ist ja, das immer unterschiedlich? Die Schatten, Schatten, wo viel Wald steht, ja. Da ist das Grundwasser sehr hoch. Ha. Der dichte Wald mit dem Untergrundholz und der Mischwald. Eiche ist Tiefwurzler, ja. Laubwalz ist Herzwurzler, Nadelwald sind übrig, die Nadel sind lauter Düsen. Und die Borke, die Rinde, ist die Isolierung, der Biokondensator. Mhm. Unser Körper ist wieder ein Biokondensator. Ja. Und, ja, ist ungeheuer. Aber jetzt, so viel ich habe so viele Sachen. Das ist wieder ein Berliner, ein Deutscher, der ist nach Amerika, Turbinenbauer. Ja. Seine Frau war eine Schweizer Lehrerin, die hatte ihm das Geld und er hatte 6 Frauen. Und der ist auch in Schwarzwald, der war Berufsmusiker, mhm. ist aber, der nimmt die Schaubergartikel, zerlegt es total mhm. und baut wieder zusammen. Ich schätze ihn sehr. Mhm. Und er ist aber so inzwischen drinnen, soll er Schauberger glauben, soll er nicht. Mhm. Er hat Probleme. Mhm. Und er hat mit mir Probleme. Ist klar, ich bin der Old Man. Schauberger wurde in Amerika Old Man. Übrigens, viele sage ich, ach, wo bist du? Druck mir so ein Google-Bild aus. Ja. So kleine Karten. Und da kennen wir mich aus. Es gibt aber andere, du kennst nicht aus. Das ist so klein gedruckt. Hm. Ich muss ja beim Auto fahren, ohne Brille schnell. Ja, genau, richtig. Und da gibt es auch die Voltaik, die werden Zukunft ganz anders. Mhm. Es gibt Sachen und eben der Flügel. Ich habe das meiste gelernt von der Graugans. Aha. Die Graugans war so zahm, ich hatte 2, habe ich mir gekauft. Eine hat der Marder gleich Blut ausgesaugt, hat sie mir nicht mehr gefunden. Und die eine ist über und ich war ihr Partner dann. Mhm. Und die kam aus dem Bodensee, die fliegen so herum, so in einem Monat. Fliegen sie überall herum und suchen Partner. Also das Wild fliegt sehr weit herum. Mhm. Und ich hatte am Ende See das Gasthaus und ich bin um 5 Uhr früh schon daher, entweder mit dem Schiff oder mit dem Fahrrad und da eine Graugans. Und ich antworte, allen Vögeln antworte ich, irgendwas. Und die und kommt auch in die Seewiese hinein. Und hat sogar gelandet, waren viel. Und ich habe dann das alte Brot, habe ich einmal gefüttert, kam schon, und sah, die hat einen Ring. Mhm. Und ja, wir haben uns so befreundet, und das Gasthaus ist 100 Meter vom Ufer weg. Mhm. Und ich kam ja auch immer ins Wasser oder kann überall landen. Und kam dann in die Nähe, weil sie Leute gewohnt waren am Bodensee. Und ich habe ja, das alte Brot und dann hat sie so angefaut. Sag ich, Mai, was mache ich denn falsch? Sag mir doch, was mache ich falsch? Dann ist sie mit mir zum See gegangen. Ich habe ihr das Brot ins Wasser gegeben. Ach, die kann nichts Trockenes hinunterkriegen. Sie muss alles übers Wasser.
die Brocken hinunterkriegen. Aha. Dann waren wir einig. Dann waren viele Leute da und auch saß ich neben diesen. Dann kommt die Gaugans, hüpft zu mir, die hat sich gestreichelt. Ich hatte jetzt auch zu Hause da oben am Balkon, hatte ich so ein Ding gebaut. Mhm. Und draußen in Freien habe ich da diese großen, wo die Großmärkte versorgt werden mit diesen Gitterkästen. Ja, haben die Gitterboxen. So gekauft, ja. Also so ein Geschenk, verbogen ist. Ja, ja. Verbogen, ich biege es aus und habe ganz feines Gitter rundherum. Mhm. Und die Tür war auch ja, für selber zugefallen, weil ich musste sich täglich in den Käfig. Mhm. Da sind die Füchse bei Nacht gekommen, haben geschaut, ist sie schon fett genug. Ja. Und der Marder, der ist ja so schlau, der und saugt sofort aus. Die haben so scharfe Zähne, dass das Tier gar nicht spürt, aha, dass der Marder dran sitzt, wow, und das Blut aussaugt. Die laufen jetzt, und die Hütte ist ja berühmt für, da liegt die Katze drin und schläft da. Mhm. So, da wieder zurück. Ja. Eben wegen diesen drei Stoff Kohlenstoff. Also, wenn ich Zeit habe, mache ich das in Farben und dann kannst du schauen, was da überhaupt an Flügel passiert. Mhm. Da wieder Plus-Minus-Stoffe dabei. Mhm. Und dann der hohle und diese hohlen, tragfähigen, ja, wie unser Knochenbau, ist Antenne und Sender zugleich. Mhm. Mhm. Und das ändert sich auch pro Tag und Nacht. Mhm. Die Schwingung kommt auf die Schwingung. Tag und Nacht. Und so, da kann ich jetzt aufhören. Ah ja, das wurde mir zugeschickt von, wo waren wir da? Ja, in München war der Vortrag, in Stuttgart, München, in Nürnberg und dann da in der Nähe, da oben noch, diese Frau Rumänin, die 20 Jahre schon da ist, auch, die machen diese Programme. Die Niki, mit der ich letztens da war. Die muss man noch einmal aufschreiben. Ich habe die Adresse. Das schreibe ich dir auf, jawohl. Schau, und die Telefonnummer kriegst du auch. Die Sachen waren so klein, dass ich vieles nicht lesen konnte. Fuhr in Nürnberg zu meinem Freund, der so dumm alles vergrößern. Und am Abend haben wir da und da Vorträge. Ja. Und er hat sich selber die Adresse nicht aufgeschrieben, konnte ihm das nicht richtig erklären. Und er kann nicht, aber da war sehr viel hier, haben wir auch hier geschlafen. Aha. Und da gibt es wieder so, die wurde etwas feucht, aber so das Originalbild wurde etwas feucht und ich bin ja so ein bunter Hund. Das Bild haben wir sehr viel gemacht und das, so wurde ich in Linz Vertrauensmann. Mhm. Ja, da gibt es natürlich sehr viel so Zeug, aber ich muss aufhören. Lotusblumen Verlag, ah ja. Es gibt überall in den alten Religionen, überall gibt es die Doppelspiralen. Jawohl, überall ist die Wahrheit mit drin, ne? Irgendwo, aber niemand kann es mehr lesen. Jawohl, und das überall sind verfälscht. Wiederentdeckt. So, jetzt da siehst du die verschiedensten Turbinen. Ja, ja. Aber jetzt zeige ich da was. Bin ich gespannt. Uralte Zentrifuge. Da ist diese Turbine drinnen, die Gedanke ist 200 Jahre alt und da gibt es auf den Festmärkten die Zuckerwattemaschinen. Ja. Und da geben sie einen trockenen Zucker hinein und der wird durch die 20.000 Umdrehungen, das ist zwar war eine Milchzentrifuge, ganz anders wie, da ist auch so ein Hut, der auch auf, sechs mit der Schlitze. Ja, ich habe mehrere gemacht, verschiedene Ausführungen. Und übrigens, da ist der Wilhelm Reich, ist der Schüler Psychiater vom Freud. Von Freud. Aha. Und der Freud hat dann seinen Kollegen umgebracht. Das ist ganz interessant. Was, der Freud hat einen Reich umgebracht? Ja, ja. Oh. Da muss ich das Buch doch mal lesen. Also, das habe ich. Ja, ja. Und die wurden haben. Dann, Reich. Ja, ich habe mehrere Bücher, ich war dann Sammler. Die Chianti-Weinflasche, die ist Eiform. Ja. Und als erstes habe ich auf diese Großturbine hab ich laufen lassen, habe diese Flasche da montiert und lasse dann laufen. Mhm. Oh, na, die habe ich nur gelernt. Und die Zeichnung hast du, wo das große Ei steht, wo da.
Das hier drüben, ne? Gekauft, die dort. Ja? Ah ja. Und auch diese Spiralflasche, auch italienische Weinflasche. Genau. Und ich hab sie nie mehr so richtig. Ich habe keine Zeit mehr. Da ist übrigens auch eine fertige Turbine. Aber jetzt darf ich da nichts mehr abverkaufen. Ich brauche noch zum Erklären. Da übrigens, das ist auch diese Kachelofenturbine. Ach, das hast du, ja, genau. Ja, und die würde ich verkaufen um 800 Euro. Aha. Aber die ist sparsam. Na, dann machen wir gleich mal ein bisschen Werbung dafür hier. Jawohl. 800 Euro sagst du, okay. Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn ich einen Käufer gefunden habe. Natürlich. Das ist, da haben wir viel da und das ist wieder 1000 PS. Das sind die Luft, die Zeppeline, warum sie abgestürzt sind. Ah. Aha. Und die richtigen Kudo-Hörner und da oben ist das ist ein Scheinwerfer, aber der hat die richtige Größe Eiform. Hinter dir habe ich den Skilift gebaut. Die Scheibe 1,50 Meter Durchmesser, ah, alles ja, händisch das hast du selbst gemacht, und geschweißt und hat sogar alles luftgekühlter Diesel. Wir haben natürlich mit Heizöl und der Kopfverlag, die sind sehr interessiert bei mir. Ich war öfters in Würzburg, aber ich bin nicht hingekommen. Da habe ich wieder fertiges Rohr. Aber noch, die Leute haben viel Geld und die Deutschen sind übrigens übersparsam. Das wurde uns so beigebracht. Und dort oben ist eine Holzturbine, aber die mache ich ja hier. Ich habe ja das günstige Material der PVC. Und übrigens, das ist wieder das große Ei. Oh, jawohl, da kann man sehr viel vorzeigen. Ha, ja. Ich habe draußen alles aufgebaut, aber mein Sohn, die haben alles gestohlen. Und hier ist der Gemator. Das war so, oben sowieso zwei Turbinen laufen. Aber das Gerät, ich habe draufgeschrieben Schlauberger, du musst das Gerät umdrehen und das hängt am Plafon um und da kommt die heiße Luft. Mit 24 Volt, 170 Grad. Oh. Also ich fahre mit Niedertemperatur, ja, weil ich gehe aus dem Haus und das kann tagelang eingeschaltet bleiben, fängt nichts zu brennen an. Ah. Also ich muss sehr vorsichtig sein. Dann die Original. Die Ventilator nochmal. So, und das in Plastik, deswegen, um zu schauen, So, ich war neugierig, gebe da Perlenketten hinein, und sonst nehme ich ja kein Plastik, aber da kannst du durchschauen. Hänge die Perlenketten hinein, zwei, und jetzt habe ich hier einen Anschluss, lass Wasser durchlaufen, und durch das Durchlaufen, die teuersten Perlen sind nicht rund. Kugelrand sind sie nicht. Etwas ober. Und da gibt es auf der Südsee Einheimische, die haben alles voller Perlen. Und ich habe da einen Roten Kreuzfahrer, der kommt, wo noch lebt. Er war im Herbst noch da. In der Nähe von Hamburg ist er. Und sage, bitte, du fliegst überall hin, hol mir einen ganzen Karton echte Perlen von der Südseeinsel. Sag ich, bezahl alles, die sperren dich sofort ein. Ja melden, ja nicht schwarz. Aber geh zu den Einheimischen, wir brauchen ja nicht diese super teuren, sondern die können schon, also die zweite Garnitur. Weil das ist ja ganz was. Um jede Perle dreht jetzt das Wasser Hochzeitstanz der Moleküle. Ja. Einmal links, einmal rechts. So, lass Wasser durch. Ohne Druck. Einfach nur auslaufen lassen. Und jetzt ist das Wasser informiert die Perlen. Und jetzt drehe ich es um, kann gar nichts machen, folgt die ganze Perle als Spirale. Ah, ja, genau. Ist das nicht herrlich? Jawohl. Das sind aber, weil, wenn man alleine ist, dann probiert, schaut das mein Küchentisch. Wörterlich. Und Chaos. Aber ich lerne. So, ich baue das nächste Größe. Da ist schon alles drinnen. Ja. Das sind so Autoantennen oder Radioantennen. Und auch wieder. Und der Spruch heißt, das Wasser über sieben Steine ist wieder sauber. Und auch Wo Plastik, kommt der Spruch her? Ja, uralt. Uralt, Weil
Er hatte sich Schauberger Wissen. Aha. Die Schauberger kommen, ist ein altes Geschlecht, kommt aus dem Bayerischen Wald, da bei Nürnberg herein. Also Regensburg, da herein, diese Wälder. Das waren Urwälder früher. Das gibt es zum Teil wieder. In der Nähe von, ich war ja dreimal oben am Lutherberg. Und da musste ich auch sehr lang warten. Und da bin ich eben hinausgefahren durch die Wälder. Da gibt es so dicke Bäume noch. Mhm. Auch diese alten Flüsse sind zwar alle voll mit alten Gerümpel, die jetzt müssen sich auch sauber machen. Mhm. Und bei Göttingen, ich kam ja überall hin, ja, nur auf schöne Plätze. Dieser Vertrauensmann von unserem Präsidenten, der hat 100.000 Schilling vorausbezahlt. Mhm. Und ich habe mich nie vergriffen. Ich habe immer nur abbuchen müssen. Und ja, also ungeheuer. Ja. So viel gelernt. Und jetzt, das sind natürlich Kupferbleche, Messingbleche, aber sonst habe ich Gold. Ja. Immer diese Gold. Und der Draht, der Innendraht ist aus Silber. Ach, der Draht, wo die Perlen aufgefädelt sind, ist aus Silber. Ich tue jede Perle aufbohren auf einen Millimeter. Mhm, muss aber, ich hatte so gute, dicke Haut, also Mechanikerfinger. Mhm. Jetzt habe ich auch schon Hebammenfinger. aber jedes Loch durch und diese Zwischenräume habe ich aufgefüllt mit verschiedenen Quarzsand. Mhm. Immer ein Löffelchen dazu. Und mit dem Vorspann hineinziehen, mit dem Silberdraht. Und dann biege ich diese Goldblättchen auf und durch das Strahlrohr kriegst du es nicht mehr raus. Ich kriege es hinein, aber ganz geschickt muss ich sein, kriege es hinein. Mhm. Und nach Jahren war ich neugierig, habe es wieder aufgemacht. Mhm. Und zwar zeige ich dir jetzt, was mir das Leben gerettet hat. Uha. Ich war im Sterben. Im Krankenhaus davon gelaufen und da ist wo das Kupferrohr. Nein, mein Sauerstahl. Nein. Bleiben wir da. Gut, machen wir erstmal das nächste hier. Bleiben wir da. Gut. So, jetzt, da ist ein Vierkant. Und diese Wellen, es gibt mehrere Ausführungen, diese Wellen. Die Welle ist hier mit Federn, die kann ein bisschen schwingen. Ja. Und dieser Rotor, was ist der andere Rotor? Du kennst sie, aber die sind so steil. In Schwerpunkt in die Achse verlegen. Du kennst die Eisläufer oder Eisläuferinnen, ja, die fahren mit den Schlittschuhen und dann gehen sie eine gewisse Kurve und es wird immer schneller, immer schneller. Ja. Wer treibt die an? Das wird so schnell, die halten das nicht mehr aus, machen sie es so. Mhm. Wer treibt die an? Diese berühmte Kurve, wo die Natur, die Sterne, alles selbst antrieb. Das ist der Spind des Moleküls. Mhm. Also der Atomkern wird umschwirrt von Elektronen und Eigenrotation. Ja. Da brauchst du gar nicht, das dreht sich immer. Das dreht sich von selber, so, genau, alles. Zum Glück habe ich diese Mikrofilme gesehen, auch die Befruchtung, was sich da abspielt, wie die ersten Venen, Arterien, Blutphasen beginnen, plus, minus, also der Sog. Alles, was wir da drin, gerade besonders das Wasser, ist ja voll Feinkristalle informiert. Ja, ja, ja. Alles informiert. Und jetzt, bei nüchternem Magen, funktioniert der ganze, gehst du geistig mit. Was macht jetzt das Wasser? Aha, und dann verschwindet es langsam. Mhm. Es wird ja so verdünnt. Und du kannst auch die Flasche auf einmal trinken, ist ja kein Gift. Mhm. Natürlich ist da was los, weil du im Sterben liegst. Ist ja dir passiert. Mhm. Der Schauberger hat mit der Ärzte zusammengearbeitet. Und da gab es, sagt er, gebt mir die Leute, die sterben. Mhm. Die schreien vor Krebs. Mhm.
Und dann haben sie das Wasser getrunken, ganz wenig. Und die wurden ruhig und kamen geheilt nach Hause. Mhm. Die Ärzte waren begeistert. Und dann haben die Apotheker gestreikt und haben gesagt, stopp, das darf nicht sein, nur wir sind zuständig. Mhm. Und dann wurde es verboten und beschlagnahmt, die Apparatur. Und alle, die Bewacher, alle haben gesagt, oh, wir haben noch Wasser. Ja. 70 Liter täglich gemacht. Kannst du viel versorgen. Ja. Und ich glaube, der Hitler hat es auch täglich getrunken. Da ging ein Flugzeug täglich nach Berlin. Und Hitler wurde auch sehr viele, also ich rede davon, ich war aber ein Gegner von Hitler, weil ich gesehen, was passiert. Ja. Es wurde alles verlogen. Das Volk hatte keine Ahnung. Und da wurden diese alten Leute und eben wieder alte Männer und Frauen wurde jung. Die Haut wurde schön und die Jugend ist wieder und waren wieder zeugungsfähig. Mhm. Und der Geschlechtsakt bis 100 Jahren soll nicht funktionieren. Ne? Genau, richtig. Ja, es gab ja, da habe ich auch noch was versteckt, diese verschiedenen Wasserströmungen. Aha. Das ist ganz herrlich. Aha, aha, aha. Ja, das auch. Da habe ich wieder so ein Brunnenrohr aus Holz, Schrägschnitt. Ja. Und du kannst das Wasser, weil der Brunnen trocken ist, wieder raufholen. Ah, das sind diese Edelsalze, metallhaltig, sind zuständig für einen Zellneubau. Ja, siehst du, was ich ungeheine Mengen gemacht habe. Ja. Diese großen Bohrer, wo wir die Holzrohre gebohrt haben, 8 Meter lang. Und das ist der Rauber, die haben selber diese Scheibe gedreht. Ja. Und sie bekamen von mir diese 4 mm starke Kappe. Mhm. Die haben sie heute noch. Mhm. Und ich sage, wenn ihr sowas macht, ich krieg gleich die nächste. Ja. Nein, habe ich nicht gekriegt, aber es ist interessant. Das sind die verseuchten Kartoffeln. Aha. Mit der AIDS-Krankheit. Die haben Edelkartoffeln wieder gezogen. Also ich kann in jedes Gebiet hineingehen, ohne Vorbereitung. Das ist in mir drin. Ich brauche mich nie vorbereiten für eine Rede. Nur stracks und ganz grob, weil so leicht, so wie Politiker schon reden, das ist, wird nicht mehr gehört. Nein, also, genau, da kommen wir schon langsam. Die beste Reklame ist, wenn ich dir was sage, was dich ärgern muss. Genau, du hast recht. Du hast recht, weil dann macht man sich am meisten. Dann natürlich ein Konzept, aber ich bin leider kein Schreiber. Ich war immer nur Praxismensch. Und das ist wieder die U-Boot-Turbine. Wird eingesaugt und das Boot fliegt schneller unter dem Wasser als in der Luft. Das sind immer diese Leute, die da waren. Von der ganzen Welt sind Leute gekommen. Und natürlich. Da wieder so eine Winteraufnahme mit viel Schnee. Ja. Da ist am Dach um eine Schneewächte 2 Meter. Und das hat es ausgehalten? Naja, ich hatte schon Ahnung. Und dann natürlich wieder meine Edel. Mhm. Da war ein Hamburger da mit 80 Jahren, haben sie gebraucht, nach Hause fahren, waren die Lähmungen weg. Und dann ist er wieder wo runtergestürzt. Und jetzt habe ich, dürfte schon lange verstorben sein. Da wieder meine in der Werkstatt unten. Jetzt ist alles. Da gibt es einen anderen Heizapparat. Und das sind die Doppelmembrane und hier Spiegeln. Da wurden die Strahlen verspiegelt, trafen. Und hier eine Glühlampe mit einer Erdung. Und die hat gebrannt. Ja! Mit der Luftströmung. Aha. Und das ist wieder die Grund aus Aluminium. Ah. Das ist auch eine Turbine, aber eine außen. Und da wieder der Fisch. Mhm. Da wieder die. Oh, das die Originalturbine ist ja bei New York. Das da. Ist die. Ich kam aus Amerika wieder zurück. Mhm. Haben Sie die mittlerweile mal auf mehr als 30.000 Umdrehungen gebracht? Nein, trauen Sie sich immer noch nicht. Und da gab es diese Eiversuche mit dem Faden. Nur das Ei, das bleibt in der Mitte. Ja. Alles andere, wenn es nicht Eifer, wird ausgespult. Und immer die, wenn es regnet, läuft das Wasser nie gerade heran, immer gleich so. Immer mehr andermäßig. Ja, weil es rollt. Mhm.
wieder, das haben wir auch wieder, das sind Großaufnahmen. Und da ist wieder der Antrieb von der alten Turbine, dieser Kegelantrieb. Ja. Und das war schwere Ausführung. Aha, aha. Und lauter Kriegsmaterial haben sie nach dem Krieg, ja, die wurde nach, also Abfallmaterial vom Militär haben sie genommen. Das habe ich erst alles in Jörg-Schauberger erklärt. Und das kennst du ja, habe ich dir ja gegeben, in kleineres Foto. Das ist alles noch in Südamerika, in Amerika drin. Mhm. Der Großfabriksbesitzer war jung und hat das alles mitgekriegt. Mhm. Und nein, das Gewicht, das soll da bleiben. Machen aber nichts mehr. Das ist schade. Da warten sie auch auf ihre Zeit, wa? Und natürlich habe ich die Bücher immer hergelegt. Das war die originale Postkarte, wie mir der Victor geschrieben hat. Wenn er Besuch bekommen, dann musste ich immer gleich antworten, ja, ich komme. Ich habe mit meinem Chef schon ausgemacht gehabt, wenn mich der Schauberger braucht, muss ich losfahren. Aha. Er war immer überpünktlich. Aha. Das ist auch ein Brief von Victor, Originalbrief. Und das ist die schwere Ausführung. Ah. Die waren ja 150 Kilo schwer. Ja, ordentlich. So, jetzt hast du genug gesehen. Boah. Das ist ja alles so einfach. Die Leute waren ja nicht dumm. Mhm. Und das ist wohl Eisen, Gusseisen. Und durch diese Turbinen, da ist eine Grundplatte. Die liegt da. Und alles ist so, dass ein Kind zusammenstellt, es muss ja täglich ausgekocht werden. Ja. Da darf kein Saumilch entstehen. Mhm. Und diese hohen Drähte auch wieder mit der Ausnehmung und passt nur hier herein. Ja. Also kannst du auch nichts vertauschen. Ja, ist auch hier die Nase dran. Also. Und da die nächste Turbine. Mhm. Ist das nicht herrlich? Filigrane Arbeit, jawohl. Und alles gelötet. Wahnsinn. Und jetzt ist die ganze Maschine verzinnt. Lebensmittel verzinnt. Und da entstehen diese Energiezerstörungen, die Kavitationsströme, die sind atomare Energie. Und die macht sich, die modernsten Turbinen kriegen diese Löcher, Spezialstahl. Kriegen sie auf einmal solche Löcher und dann wird das rostig und dann können sie es wegschmeißen. Und das sind die an der Seite sozusagen, diese. Das ist das, diese Löcher da. Wo die meisten keine Ahnung, nicht einmal der Jörg, nicht einmal der Rauber. Sie wissen davon, weil es niedergeschrieben ist. Ja. Aber ich kann es hier erklären. Und ich ging zu diesen Altmärkten und auf einmal sah ich die Spezialmaschine. Aha. Und jetzt kommt, ich kann die ganze Turbine, so, passt hier mit dem Vierkant drauf. Ja. Weil die anderen Milchmaschinen, ja, wo habe ich da was weggeräumt? Ich sehe es nicht. Müsste da liegen. Nein, nicht da. Irgendwo liegt es. Das probiere ich mal zu Hause. So, jetzt drehe ich aber hier. Und zwar ist da eine Glocke. Ja. Und natürlich gehört da dünnes Öl. Oh! Schau. Ah, haben wir was gefunden? Aber was kommt? Alles klar. So, da gibt es die anderen Rot da oben liegt da, glaube ich. Mhm. Und frage immer die Bauern alle, sage ich, für was sind diese kleinen vier Schrägflügeln? Aha. Die passen da drauf. Aha. Und desto näher, dass sie. Die Luft dreht ja mit. Ja, die Luft dreht mit. Ja. Und bei den Wasserturbinen dreht das Wasser damit. Mhm. Das kriegst du nicht mehr. Das ist die Schleuderenergie. Mhm. Die Mutter Erde dreht sich so schnell. Und das ist die Schwerkraft. Und der Sog auch noch ist wirksam. Aber desto näher, dass er drauf sitzt, wird diese Kupferplatte ist auch verzehnt. Ja. Weißblech und überall musst du sofort umdenken, Hochzeitstanz der Moleküle, der Schöpfergeist,
hat auch die höchste Spaßenergie eingebaut. Du musst lachen können, wenn es nicht mehr zu lachen ist. Genau. Und dann gibt es schon wieder eine Umwandlung. Ja, mein Vater hatte zwischendurch einmal eine Wirtschaft drin, die war so dick. Mhm. Und ich konnte so herzhaft lachen. Wir Kinder haben geschaut, der ganze Bauch, alles so. Und ich komme von eins ins Tausendste. Meine Bruder und Schwägerin waren in Himalaya und kaufen sich eine Gebetsmühle. Und die einheimischen Jugend dort nimmt eine Kohledose und machen eine Gebetsmühle draus. Ja. Und da ist eine Schnur mit ein bisschen Gewicht und dann kurbeln sie so. Ja. Die denken gar nicht dran, wie wichtig das ist. Ja, und da gibt es auch im Fernen Osten so Rosenkränze, ja, wo sie auch so die Kugeln immer so durchlaufen, ohne dass sie irgendwie. Das ist ja. Das ist angeboren an jeden Menschen, ja, ne? Und jetzt, ich gehe so gleich, das interessiert mich. Da ist das so. Das sollst du ja nicht glauben, was da los ist. Dieses Drehen geht der ganze Körper mit. Hm. Wenn du geistig auch noch untersuchen willst, da schon her. Die Bewegungsenergie durch diesen Blödsinn. Ja. Ist es nicht. Die gehen auch bei ihrer, da haben sie so, gehen alle vorbei und kurbeln diese Gebetsmühlen wieder. Ja, ja, ja. Das kennst du alles von. Das ist Wahnsinn. Oder ich bin mit einem ganz Bergsteiger in Verbindung, der ist zwar jetzt hier, aber der war 30 Mal auf dem Himalaya, ist Bergführer. Mhm. Auch in Afrika am Kilimanjaro und auch in Südamerika in die Anden. Mhm. Und da ist ein war Schüler seinerzeit, die sind da, ich wusste vor 45 Jahren schon von die Untertassen in Patagonien. Mhm. Und zwar ist da Österreich rübermarschiert, kommen herunter und da ist eine Siedlung, lauter deutsche, bayerische Häuser und alle sprechen Deutsch. Ja, was ist da los? Mhm. Und ich habe, da gab's, war ich ein paar Sektenzuhörer und der Prediger sagt, ach, ich habe schriftlich auch einen amerikanischen Präsident. Der hat offen gesagt, ich habe schriftlich diese Untertassen, die sind da. Wahnsinn. Und trotzdem wurde es immer wieder unterdrückt. Und ich hatte das dann und die Aussage von Viktor, wo ich auch, ich glaube, ich habe da schon sowas gegeben, so eine Gruppe von Gespräch für Südamerika, meine Freundinnen. Und ich habe dann verführt und gebe es auch in Jörg. Die hatten ja Redeverbot. Ja. Ich konnte die Goschen nicht halten. Ich habe es gesagt. Ihr werdet staunen, was die Untertassen noch mit uns vorhaben. Ja, so spannend. Aber jetzt kann ich hier. Irgendwo wird es sein. Da ist das Kudohorn, da ist ein Halbmeterrohr. Da ist. Ah ja. Dieser Heizteller von der oberen, die noch oben ist, neben dem Bett. Aha. Das sind diese Einsaug. Das kann also mal hin. Da kommen drei Stoffe herein. Ist das dieses Teil? Der Sauerstoff ist das schwerste Element. Ja. Das geht am Rand, zentrifugal, und strömt hier schon wieder raus. Und kommt da drüber, hier kommt Wärme durch. Das ist diese künstliche Sonne. Kommt da vorbei. Und hier kommen drei Gase wieder zusammen und dann ist was los. Moment, hier kommt jetzt die Wärme raus. Ja, also wenn es läuft. Ja, wenn es läuft, genau, richtig. Die Apparate laufen, das ist der Klimator. Ich kann genau. Mit dem und auch dann muss ja aber irgendwo auch die Kälte rauskommen, ne? Ich meine, wenn die Wärme wird umgewandelt, du teilst ja. Das wird umgewandelt in Kälte. Das sind Rohplatten. Aber natürlich, ich verkaufe nichts mehr, weil ich muss jedem zeigen können. Ja, klar. Verkauft, dann hat es der und wir haben nichts mehr zum Anschauen. Jawohl, genau. Ja, angefangen habe ich übrigens mit Kaputti. Die habe ich in den Computer hereingelegt, in den Farbcomputer. Aha. Die habe ich dann so zusammen und ich habe die sofort aufgehängt, dass ich täglich sehe. Ja. Das ist ja alles da. Jawohl. Sogar auf Südamerika, wo unten schon der Generator drauf ist. Mhm. Da oben, nein, da ist nicht. Ah ja, da ist die 100-Tonnen-Presse. Ich hatte ja mal ein Audi und da habe ich gleich drei Luftturbinen am Dach oben gehabt. Aha.
Und da ist aber die 100 Tonnen und der hat pensioniert und will nichts mehr wissen, weil er wurde betrogen. Und oh. Ich habe eine Turbine um die andere gebaut. Ja. Also für alle Länder eine Turbine. Aha. Dass nicht wieder Konkurrenzsteine entstehen. Ja. Und nichts aber jetzt würde ich, ja, da ist der Jörg, mhm. Der hat natürlich immer gesoffen, aber der Australier, Holländer, Amerikaner, alles war da bei diesem weißen Polo. Ja. Beim Audi hatte ich eben drei Turbinen oben. Aha. Und die konnte ich überall laufen lassen, mit der Sonnenplatte. Aha. Oder ich kann es auf Batterie, aber eine zweite Batterie im Auto und kann es auch bei Nacht vorführen. Aha. So. Der Audi war übrigens der Audi 100, 70 PS, 5 Zylinder, das beste Auto. Mhm. Es gibt es wieder, aber die machen jetzt so viel Konkurrenz und die sind abgesprochen, die Firmen. Ja doch, da wäre viel versteckt. Mhm. Darum ist es mir eigentlich, ich mache immer nur Spaß, ich verkaufe es den Chinesen. Ja. Es ist egal, durch wen es kommt. Richtig. Der Krieg kommt sowieso genau. Und die Überbleiben haben dann die richtige Technik. Genau, richtig. Wir sind jetzt nur Schüler, ja. Vorbereitung. Genau. Und die echt umdenken, die werden ja durch diese Untertassenleute abgeholt. Mhm. Die wissen das, dass wir, ja, ich jetzt mit 80 in die Werkstätten, ja, könnte ich Staub wegräumen, mhm. einsaugen oder so. Oder schöne Blumen züchten, da mag ich auch, das ist ein Hobby. Mhm. Und ich weiß, wie mein Wasser ganz verdünnen in so eine Spritzkanne, nur so viel das Wasser hinein, mhm. werden die Blüten nochmal so schön. Mhm. Herrlich. Das kann ich mal probieren. Ja. Ist ja daher steckbar. Ja. Wenn ein großer Abstand ist, entsteht Wärme, wenn ein Düsenabstand ist, entsteht Kälte. Aha. Ha! Aha! So. So, jetzt geht's los. Gehört ein feines Öl, weil es hier so kalt ist. Mhm. Dann brauche ich länger. Und jetzt kann ich da hinaufkurbeln. Wenn die Glocke nicht mehr schlägt, dann habe ich die Drehzahl erreicht. Aha. Jetzt hört es dann auf. 20.000 Umdrehungen. Ja, ja, ja. Ich könnte jetzt weiter drehen. Ja. Auf 40.000 Umdrehungen. Warte, ja, siehst du, da ist etwa eine ja, Rauch. Ja. Du musst da immer. Halb zwölf, jawohl. Also, wann hast du vor, zurückzufahren? So um eins, um zwei rum ungefähr. Ah, gut. Um die Dreh rum. Das habe ich dir schon gegeben. Das muss man schauen, was da ist. Gut, du kannst ja mit. Ja, das habe ich schon einem Nürnberger Freund gegeben. Habe auf Gummireifen, weil es bisschen, ich bin ja ein bisschen unwucht. Ja. Am Gummireifen kann sich das ausschaukeln. Aha. Musst du, wenn du es festmachst, ist die stärkste Welle kaputt. Auch machst du es so auf Gummi aufbauen wie die Waschmaschine. Du hast auch bei hohen Drehzahlen immer eine Frequenz, ne? Ja, immer was. Eben auch jeder Motor, auch ja. Wenn er der beste ist, hat die kritische Drehzahl. Genau. Und dann bei hoher Drehzahl sind meine Turbinen alle ruhig. Ja, wenn du an diese Resonanzfrequenz rankommst von den Elementen. Das stimmt. Irgendwas. Ich finde auch für meine Geräte zum Batterieladen, der Tafu habe ich irgendwo in Kartons hineingekriegt, ja. Ich finde nicht. Müsste man einen neuen kaufen. Übrigens. Zu viel. Ah, muss das hervorholen. Und das war richtig. Das, kein Mensch denkt dran, schon gar nicht, der das einmal das erste Mal sieht. Also diese, übrigens hat dieses Gerät, ist dann dazu,
total verschlossen und hat nur einen Ausgang hier. Mhm. Da fließt dann die Butter, ja, also der Rahm, fließt da heraus. Mhm. Und einer da unten, einer da oben. Das ist wahrscheinlich der Rahm. Und hier das, die Buttermilch, also Wasser. Oder halt sagen sie Joghurt. Jawohl. Und verrostet darf nicht sein, also du musst 10. Oder Wasserleitung verzinkt. Es galvanisch verzinkt, die sind in einem halben Jahr kaputt. Und feuerverzinkt hält in die Stallungen, wo die Säure ist von den Tieren. Da feuerverzinkt und hält das sehr lange. Und dieses Verzinkte muss, Dach verzinkt, musst du mit Farbe streichen. Also Deckfarbe drauf. Weißt du, es wird von der Luft das abgebaut. Ah. Ja, ja. Und bei Eisenbahnen, die haben alles, die Dächer, Blechdächer, alles verzinkt. Oder rein Zinkblech, das, weil die haben wir auf der Hochspannung, 15.000 Volt, würde alles sofort oxidieren, rostig werden. Auch draußen habe ich immer Magnete bei mir, Universitäten, ganzen Dach, die Ablaufrinnen, alles Reinzink. Ist besser in dem Fall als wie Kupferdeck. Bei uns ist alles Kupferdeck, ich habe es gesagt. Weil nach dem Ablaufrohr ist der Boden kupferverseucht. Ja. Kartoffelfelder oder Felder mit Kupferpflug bearbeiten, da ist nur Abrieb, ein Kupferspurenelementanteil. Aha. Bleibt der Boden feucht, Fruchtbarkeit und 30, mit einer Pflügung 30-50% mehr Ertrag. Ja, das ist. Also die Wüsten kannst du nur mit Kupferkette bearbeiten. Oder hier. Hier habe ich hier Einsaugung gemacht. Ah ja, da war die Flasche montiert. Die Eiflasche. Aha. Die. Ja, ja. Und jetzt habe ich ja das Ei. Und ich habe weiter dreht. Und hier habe ich wieder einen Reinzinkring. Also ich kann hier einsaugen. Und das ist der Schauberger Zement, ein Regelstoff. Da brauche ich übrigens Selenpulver vermischt. Aha. Mit Wasserglas. Aha, das ist der Kleber. Und auch hier. Und dann, ich habe da die Postleitzahl draufgeschrieben. Jawohl. Der Zinkring, diese feinen Schlitze, von innen heraus einen Schraubenzieher, den ich zugeschliffen habe wie ein Messer. Ich bohre, sagen wir, 1 mm Loch und dann schlage ich die Schneide heraus. Und dann entsteht diese Düse. Und hier rundherum ist ein Zahnring. Wie sich das dreht, fangen hunderte Düsen an zu blasen. Alles sog und wo es entlassen wird, Spezialdüse, habe ich einen Druck. Sogenergien müssen vorherrschen, dann ist der Druck ein Ergebnis. Und du brauchst ganz wenig Energie, um die Scheibe dann anzutreiben, sozusagen. Ja, oder die braucht eine Bewegung sein. Ja. Natürlich mit 30.000 Umdrehungen, ja, ein PS. Oh, so ein kleiner Motor. Ja, da habe ich eine Küchenmaschine drauf. Ja, genau, richtig. Den hat man letztens schon gehabt. Aber ich könnte es hier mit kurbeln, weil 40.000 Umdrehungen. Aber ich habe nur hier, passt mir das alles. Ich muss so eine Welle haben. Ich hatte die andere Maschine. Die war ja auf einem Plastikstuhl montiert. Und meine Frau und ihre Freundin haben sie da hinuntergeworfen, da ist das weggebrochen. Ah. Aber zum Glück funktioniert. Es war schon in der Schweiz, aber zu meinem Freund gesagt, okay, bring mir es wieder, zu mir kommen jetzt so viel, ich fahre nicht mehr weg, ich zeige ihnen das. Da ist der Einsaugkopf und diesen Kopf, der hat eine ganz wichtige Funktion, wegen der Aufteilung der 3 Gase, die eingesaugt werden. Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff. Wasserstoff ist das schwerste Element. Aha. Wird da eingesaugt, also eingefangen mit diesen Fängen. Ja.
Also die Drehzahl in dem Fall nur rechts von oben gesehen. Und Sauerstoff geht am Rand innen herunter und kommt hier wieder heraus. Und die anderen zwei Stoffe gehen bei die Schlitze. Wasserstoff meinst du jetzt? Oder Sauerstoff? Sauerstoff. Sauerstoff ist das Schwerste. Ach, Sauerstoff ist das Schwerste, ja, ja. Nicht Wasserstoff. Na, okay, die anderen Sauerstoff. Gase sind leicht. Ha. Und die gehen, zieht sie in die Mitte, in die Schlitze hinein. Ja. Aber alle drei kommen hier wieder an. Und dann ist hier der Zahnring. Mhm. Ja, ich habe gerade erst diese fertige amerikanische, wo der Generator schon drauf ist, was da ist er zu sehen. Dort oben ist zwar ein bisschen dunkel, aber ja, daneben ist die kleine Ausführung. Ja. Und da ist schon der Generator. Und da ist aber ein stehender Ring. Wo die Gase herauskommen, ist der Ring. Der kommt durch Düsen, durch diese Düsen. Oh, das ist wieder eine Turbine. Genau. Die da. Diese Aluplatte ist 3 cm dick und da sind diese Schlitze herausgefräst. Weil die Energien fliegen ganz gerade heraus. Und die musst du da draußen umlenken, sodass sie schräg herauskommen auf den Zahnring. Da stoßen sie sich und dann ist es Raketenantrieb. Und diese kleinsten Strahlen werden zu Tonnen. Aha. Luft ist so gering, so Leichtgewicht. Ja. Also 100 Gramm bewege ich Überschallgeschwindigkeit, dann habe ich Tonnen. Ein Kilo, genau, oder? Tonnen, ja. Und die Jumbo-Jet-Turbinen haben 25.000 PS Feuerstrahlturbinen. Mhm. Und der Victor fährt mit Kältestrahlen, das ist alles. Mhm. Aber die Schwungmassenenergie, die ist da versteckt drinnen. Mhm. Und wieder zurück zur Spirette einer Eisläufer. Mhm. Gewisse Kurven brauchst du, dann funktioniert es. Stimmen die Kurven nicht, bremst sich die Maschine, die geht nicht, steckt. Mhm. Und auf einmal endet die. Ich habe einen Freund, die haben Turbinen gebaut. Mhm. Und alles stimmt nicht. Ich darf mich nicht einmischen, aber nachher sage ich, schau, hätte doch die Schauberger-Turbine gebaut. Das sind fähige Leute. Mhm. Nein, an alten hängen sie, weil ja, der Schauberger... Genau, ja, sag ich, das war schon alles da. Das ist eine Wiederentdeckung. Aber dafür hat noch niemand einen Nobelpreis bekommen, Fritz. Ne? Und wenn kein Nobelpreis dafür rausgegeben wird, dann kann das ja nur falsch sein. Jetzt gehen wir in die Wärme hoch. Oh, das ist ein gutes Projekt. Wenn du das mit kannst, oben einstecken.